Blixer Bargeld, FM Einheit, NU Unruh, Mark Chung, Alexander Hacke sind einstürzende Neubauten. Im Ausland heißt diese deutsche Band Collapsing New Buildings. Blixer Bargeld ist das Sprachrohr und der Frontman der Gruppe mit der deutschen Seele. Und das ist der Gitarrist Alexander Hacke. Wir sind doch des Lebens Vorzüge ungerecht verteilt. Der eine sitzt 30-jährig gefangen im selben Gemäuer, während sein Bruder frei und freudig durchs täglich Leben flattert. In den Vereinigten Staaten, in Japan, in Australien und in den Hauptstädten ganz Europas gelten die einstürzenden Neubauten inzwischen als die Avantgarde der deutschen Musikszene. Bei uns waren sie lange Zeit nur Insidern bekannt. Das hat sich geändert. Neubautenauftritte sind selten, vor allem bei uns. Als vorläufig letzten Auftritt in Deutschland angekündigt, ein Konzert im vollgestopften Berliner Metropol. Vor der Bühne kreischende Fans, das Gerücht hat sich bestätigt, die Neubauten mausern sich zu einer Teenie-Band. Konstrukteur und Erfinder im Hintergrund, NU Unruh. Das da oben übrigens sind die Flight Cases, die benötigt werden ja, für das Schlagzeuggestell. Wiegt allerdings 16 Kilo. So. Das sind so die Flight Cases, die benötigt werden für so eine Sachen. Einmal so. Einmal so. Die Geschichte der Neubauten beginnt 1979. Hier ein frühes Dokument mit Unruh und Blixer im Stahlträger einer Autobahnbrücke. Später eine Installation auf der Berliner Stadtautobahn. Das Energiezentrum der Neubauten, FM Einheit. Er liefert zusammen mit Andrew den Urrhythmus. In diesem Jahr wurden die Neubauten als offizielle Vertreter der deutschen Kultur zur Expo nach Vancouver eingeladen. Ist das nicht ein Gegensatz? Ja,
Das sind zwei unvereinbare Welten. Insofern vertrete ich gerne die deutsche Kultur, weil ich liebe die deutsche Sprache. Ich bin Deutscher. Und ich wüsste nicht, warum, wenn mich schon jemand darauf reinfällt, mich als Vertreter der deutschen Kultur anzureihen, warum ich es nicht einfach machen sollte auch. Weil ich dann was vertrete, was eigentlich nicht vertreten werden sollte. Die Platten entstehen in einem anstrengenden, kreativen und langen Prozess. Die Neubauten arbeiten nur mit erstklassigen Produzenten, hier mit Gerrit Jones. Praktisch denkender Mensch. Und zum Beispiel solche Schuhe. Ja, da bin ich drei ganze Jahre, ne, bin ich dafür rumgerannt. Ne. Einmal habe ich sie durchgetragen und jetzt habe ich sie endlich wiederbekommen in Fräsenhagen. Das sind sogenannte Arbeitsgaloschen von Romika. Zusammen mit FM Einheit kam der Bassist Mark Chung von der Hamburger Band Abwärts zu den Neubauten. Also als Hank Williams ankam, ja, da wo er eigentlich spielen soll, da war er schon kalt, ne? Ja. So verrückt ist, aber ich habe nicht denselben Anzug. Ich hätte gern so einen weißen Anzug mit Noten drauf. And all the singles that were true, my darling. And all the singles that were true, my love. Walk me out. Did I hear a young